Meine Damen und Herren, zunächst einmal herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Einige sind vielleicht noch nicht so sortiert nach der Sommerpause. Vielleicht geben wir Ihnen noch ein paar Tage. Ich hoffe, dass Sie auch langsam dann im Geschäftsbetrieb ankommen und dass Sie vielleicht das Chaos, was Sie hier gerade veranstaltet haben, reflektiert bekommen und vielleicht auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich gut vorbereitet, auch für diese Aktuelle Stunde, meine Damen und Herren. Denn im Gegensatz zu Ihrer angemeldeten Aktuellen Stunde hat unsere Aktuelle Stunde gemeinsam mit den Grünen natürlich auch einen aktuellen Hintergrund. Wir wollen über die A100 und deren klimazerstörende Auswirkungen auf die Stadt reden. Und nachher haben wir auch noch viel Zeit, über den Haushaltsentwurf zu sprechen, den Sie als Aktuelle Stunde angemeldet haben. Als Koalition CDU und SPD hat Sie anscheinend ja auch sehr überrascht, dieser Haushaltsentwurf, den Sie vor einigen Monaten eingebracht haben, dass Sie darüber reden wollten, auch in der Aktuellen Stunde. Aber nun haben wir ein echtes aktuelles Thema. Und es ist auch gut, dass wir als Haus hier heute keinen Platz dafür haben, dass die AfD hier ihre Hetze im Parlament verbreiten kann gegen die Instrumentalisierung von berechtigter Kritik an Nachverdichtung von Wohnraum in grünen Kiezen, dass sie das Thema ausspielen gegen Flüchtlingsunterbringung. Das ist mal wieder bezeichnend und wieder ein aktuelles Beispiel dafür, dass Ihre Partei nicht zu den Demokratinnen und Demokraten gehört, die solche Konflikte zivilisiert austragen und nicht hier eine Bühne bereiten für Lügen und Hetze. Und es ist auch gut, dass die Initiative auch vorher alle Abgeordneten darüber informiert hat, dass sie dieser Instrumentalisierung eine klare Absage erteilen. Vielen Dank an den grünen Kiez in Pankow, dass Sie das auch den Abgeordneten mitgegeben haben, dass Sie sich dagegen wehren, was Sie hier veranstalten wollten im Parlament. Und dann möchte ich jetzt etwas dazu sagen, zu dem Thema der Aktuellen Stunde, der A100. Der aktuelle Hintergrund ist der, dass wir hier seit einigen Tagen einen neuen Humus an zivilgesellschaftlichem Engagement in der Stadt haben gegen den Weiterbau der A100, was ein Programm wäre für die Zerstörung von gewachsenen Kiezen, von gewachsenen Stadtteilen in Berlin. Wir haben ein breites Bündnis aus Naturschutzverbänden, aus Klimaschutzverbänden, aus dem Bereich der Mobilität, aus dem Bereich der Kultur, der Kunst, der Clubpolitik. Und Anwohnerinnen und Anwohner natürlich auch nicht zu vergessen, lieber Kollege Schlüsselburg. Genau das ist nämlich das Thema, dass die Menschen, denke ich, auch in den betroffenen Kiezen sehr deutlich auch in den vergangenen Jahren da gezeigt haben, wie sie zum Ausbau der A100 stehen. Und da würde ich auch mal gerne die SPD und die CDU da mal mit mehr Engagement sehen, auch mit diesen betroffenen Menschen ins Gespräch zu kommen, denen Sie eigentlich seit Jahr und Tag erzählen, ja, nein, wir wissen nicht, wir wollen Sie befragen, aber wir haben gar kein Instrument, Sie zu befragen. Müssen wir uns noch was ausdenken? Müssen wir ein paar Gesetze ändern? Ja, wann kommen Sie denn nun mal zu Potte, auch liebe SPD-Fraktion, sich zu A100 ganz klar zu positionieren? Wann machen Sie endlich hier klare Politik und hören auf mit dem ganzen Wischiwaschi? Leute vor Ort von Ihnen sind dagegen. Sie oben an der Führungsspitze wissen nicht so richtig Bescheid. Also insofern bitte ich da wirklich auch um Klarheit bei der SPD-Fraktion. Halten Sie hier keine Sonntagsreden mehr im Parlament und schon gar nicht im Bundestag, wenn Ihr Generalsekretär dort das Wort ergreift, sondern beziehen Sie hier ganz klar Stellung im Land Berlin, so wie wir es auch versucht haben, mit Ihnen einzutüten als rot-grün-rote Koalition. Aber auch das war ja schwierig, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen für das Land Berlin, wenn Sie sehenden Auges hier den Boden dafür bereiten, ohne jeglichen Widerstand den Bund hier machen zu lassen und den FDP-Verkehrsminister Wissing und auch der Staatssekretärin Frau Kluckert, denen es hier eigentlich nur darum geht, ideologische Kämpfe auszutragen, koste es, was es wolle, diese Autobahn zu bauen, ein Milliardengrab. Haben Sie gestern den Artikel in der Berliner Zeitung gelesen? 1,5 Milliarden Euro werden für den Weiterbau der A100 jetzt taxiert. Ja, ein Fass ohne Boden. 2027 soll das Planfeststellungsverfahren anfangen.
Wann fangen wir denn dann irgendwann an mit Bauen? Wer sitzt hier von Ihnen eigentlich dann noch im Parlament? Wer sitzt im Bundestag? Wer sitzt im Abgeordnetenhaus? Wer sitzt im Senat? Wir müssen doch jetzt den Mut haben, kluge Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, damit die nächsten Generationen von Bürgerinnen und Bürgern, von gewählten Politikerinnen und Politikern nicht das ausbaden müssen, was wir heute hier versäumt haben. Wir müssen die richtigen Schlüsse aus der Klimakrise ziehen. Und da können Sie nicht sehenden Auges in diesen Untergang gehen. Schauen Sie sich doch mal die Umfrageergebnisse an, was hier gerade passiert. Sie müssen doch einmal zeigen, dass Sie ein zukunftsgerechtes Klimaprogramm für die Zukunft unserer Kinder, nachfolgender Generationen auf die Beine stellen. Und was Sie hier machen, ist, den Kopf in den Sand zu stecken. Es ist unwürdig. So. Und ich möchte einmal darauf eingehen, auf das, was jetzt auch unsere Zuständigkeit betrifft. Denn ich könnte jetzt sagen, wir als Linke reden uns hier im Parlament den Mund fusselig seit Jahren und zugegeben auch gegenüber unseren ehemaligen Koalitionspartnern. Wir haben immer klar gesagt, wir brauchen alle Instrumente, die wir haben. Und da haben wir gesagt, wir können beispielsweise es versuchen, aus dem Flächennutzungsplan zu streichen, die A100. Eine Sache, die der Senat aktiv angehen kann, machen Sie es. Ein weiterer Punkt. Der Bund hat sozusagen Herrschaft jetzt mittlerweile sozusagen über den gesamten Bereich der Autobahn. Es gab die Grundgesetzänderung, die haben wir kritisiert. Wir sagen aber da ganz klar, auch diese Gesetzesänderungen zeigen, dass es da Spielräume für das Land Berlin gibt. Sie können nach Gesetz die Planfeststellungsbehörde wieder zurück an das Land Berlin übertragen. Das können Sie machen. Das können Sie jetzt machen. Sie können der Sand im Getriebe sein. Zugegeben, Sie werden damit nicht komplett alles verhindern können. Sie werden dadurch nicht einfach die A100 aus der Welt schaffen können. Aber Sie können es dieser ignoranten Bundesregierung so schwer wie möglich machen. Also machen Sie es verdammt nochmal. Dann versuchen Sie es doch einmal wenigstens. Ja? Und ich kann ja auch verstehen, dass es da meinetwegen Bedenken gibt, auch Bedenken aus der Verwaltung. Aber Sie müssen doch ganz klar sagen, wenn Sie politisch das Ziel haben, uns hier vor größerem Schaden zu bewahren, dann müssen Sie doch dazu bereit sein, auch diese Instrumente zu nutzen. Und dann braucht es ganz klare Ansagen, auch in der Hausleitung, in der politischen Führung. Also machen Sie es bitte, wirklich. Das sollten Sie sich wirklich mit auf den Zettel nehmen und ernsthaft angehen. Und ich möchte allerdings noch einen Satz dazu sagen, zu der Frage, wir können es natürlich auf viel einfache Art und Weise erledigen, dieses Thema. Sie haben im Bund, SPD und Grüne schaue ich jetzt an, die Möglichkeit, die A100, den Weiterbau aus dem Bundesverkehrswegeplan, zu streichen. Das haben Sie. Diese Bundesregierung, diese Ampelregierung hat das doch selbst in den Koalitionsvertrag geschrieben. Sie haben geschrieben, Sie wollen den Bundesverkehrswegeplan überarbeiten. Wir wissen jetzt nach etwas über zwei Jahren, dass Sie das nicht so ernst gemeint haben anscheinend oder zumindest die Exekutive der Herr Verkehrsminister Wissing es jetzt nicht mit großem Engagement angeht. Okay, das kann sein. Aber Entschuldigung, liebe Grüne, lieb gemeint, jede Kritik an Kostensteigerung, jede Kritik daran, dass das alles Wahnsinn ist, okay. Aber bitte, habt den Mut, in dieser Bundesregierung jetzt irgendwann auch mal klare Kante zu zeigen. Bitte, 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 gemeinsam mit der SPD, gemeinsam mit Herrn Kühnert und anderen, bitte versucht es doch wenigstens einmal jetzt wirklich, ihr habt noch 2 Jahre Zeit in der Bundesregierung, da das Verkehrsministerium davon zu überzeugen, dass es dieses Projekt nicht braucht. Es gibt viele Projekte möglicherweise in der Bundesrepublik, wo neue Straßen gebaut werden müssen. Es ist auch klar, es braucht auch Straßeninfrastruktur. Aber wir müssen doch die Pläne, die es gibt, hinterfragen. Und wir müssen doch ganz klar auch die Frage danach adressieren, nach den Prioritäten. Ja? Und da können Sie nicht einfach sagen, das ist ein Projekt, was schon vor Jahrzehnten angedacht worden ist. Es wird einfach weiter durchgezogen. Bitte haben Sie immer wieder auch die Konsequenzen im Auge und zeigen Sie endlich Rückgrat gegenüber dem Bund an dieser Stelle. Das würde das Leben von vielen einfach einfacher machen.
Und ich möchte jetzt zum Schluss nochmal sagen, großen Respekt vor all denen, die hier auf die Straße gegangen sind und noch weiter auf die Straße gehen werden. Mein letzter Appell geht an den Kultursenator, an Herrn Cialo, der ein Streiter für die Clubszene ist. Lieber Herr Kultursenator, bitte, bitte, bitte gehen Sie auch ins Gespräch mit den 11 betroffenen Clubs, die davon betroffen sind, von dem Ausbau der A100. Oder andersrum, erläutern Sie bitte den Clubbetreibern die Ideen von, ich weiß nicht, wer es war, Herr Evers, glaube ich, der es mal vorgeschlagen hatte, da sozusagen dann das alles zu deckeln und oben quasi Clubs draufzubauen auf den Weiterbau der A100. Also kommen Sie mal mit Ihnen ins Gespräch über Ihre echten Pläne zur Umsiedlung dieser Clubs und wie Sie diese wohl so finden. Unser Plädoyer ist, setzen Sie sich besser für den Erhalt dieser Clubs ein. Clubs kann man nicht einfach verpflanzen. Sie sind Teil unserer DNA in der Stadt und das auch als Adresse an die Clubpartei CDU in Berlin. Dankeschön.